Love, Peace and Happiness. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben Freitag. Wochenende sozusagen. Halben Tag nur noch arbeiten. Herrlich. Und dann geht's ins wohlverdiente Wochenende. Ich freue mich schon. Heute wird auch wieder ein sehr entspannter Tag. Und von daher gehe ich mal frisch ausgeruht ins Wochenende. Da gehe ich mal stark von aus. Wird heute nichts viel passieren. Nur ein bisschen was basteln. Und ich habe hier einen wunderschönen Zettel. Ja, einen wunderschönen Zettel. Und wie der Name schon sagt, in Deutschland pleite oder pleite allgemein. Sie haben alle keine Kohle mehr und sie sagen es. Es ist so herrlich. Es ist so wunderschön. Ich bin gespannt, wie sie das alles auf die Kette kriegen wollen. Für mich persönlich keine Chance, weil so viel Kohle, das kriegen die nicht auf die Kette. Im Leben nicht. Das habe ich mir auch ein bisschen mal aufgeschrieben. Weil, wo ich das gestern gelesen habe, habe ich gesagt, da fehlen nochmal 12,7 Milliarden Euro. Ja, weniger Steuereinnahmen. Die Nachricht hat Herr Lindner gestern gekriegt. Ja, wie viel sind das denn? Da wollen wir gar nicht drüber reden. Irgendwie, im nächsten Monat muss er den Haushalt für 25 auf die hinstellen und jetzt fehlen nochmals 12,7 Milliarden Euro. Wahnsinn! Über das Soli-Ding haben wir auch schon gesprochen, wie viel Geld da fehlt und oder da hatte ich noch keine genaue Entschuldigung, keine genaue Summe. Die habe ich aber jetzt und das sind um und bei 60 Milliarden Euro. Wo wollen sie das denn auf einmal herkriegen? Alter Verwalter, das sind Rückzahlungen, die sie da machen. Da muss ich eine kleine Korrektur außerdem machen. Das habe ich vorgestern in der Sendung gesagt, dass es die Grünen waren, die das den Stein in Rollen gebracht haben. Das ist nicht ganz richtig. Da habe ich mich irgendwie verlesen oder verhauen oder habe mir das falsch aufgeschrieben. Wie auch immer, es war die FDP, die das Ding vor ihren Amtsantritt, den sie da hatten oder dass sie in die Regierungsgeschichte reingekommen sind, haben sie das gemacht und das waren nicht die Grünen. Da habe ich mich verhauen. Entschuldigung, damit korrigiere ich dieses. Nein, das war tatsächlich die FDP. Ja, Lindner persönlich und sowas. Ja, die haben das den Stein damals in Rollen gebracht. Ja, sehr schön, alter Verwalter. Das ist gerade mal richtig Geld. Ja. Um nochmal klar zu machen, was eine Milliarde ist. Das hört sich immer so einfach an, aber das sind 1000 Millionen Euro. Eine Milliarde. Ne? Also fehlen 60.000 Millionen. Das hört sich auf einmal ganz, ganz anders an. Da muss eine alte Oma lange, lange für stricken, um die Kohle klar zu machen. Alter, ist das krass. Ja, trotz allem kann man ja für, oh Gott, Mongre Negro, ist das Mongre Negro? Marokkanische, Entschuldigung, muss ich hier richtig lesen. Ja, marokkanische Moscheen werden jetzt mit 8,1 Millionen Euro von uns gefördert, dass da Solaranlagen aufs Dach kommen. Alter, da kann man noch mal eine Runde Geld ausgeben. Finde ich sehr geil. Und weitere Millionen gehen nach Vietnam. Ja, tatsächlich, da geht auch noch mal ein bisschen Geld hin. Ich weiß nicht genau, wie viel, ist auch im Endeffekt egal.
weil wir haben es ja. Und da werden klimaneutrale Betonwerke gebaut. Mit unserem Geld. Ja, das ist natürlich richtig geil. Haut raus die Kohle. Wir haben da so viel von. Alter Verwalter, du brichst zusammen. Das ist so abgefahren. Wie gesagt, die Tube kriegen sie nicht, die Creme kriegen sie nicht mehr in die Tube. Bezweifle ich, das wird dir einen Kopf und Kragen kosten, die ganze Geschichte. Aber was ich dafür sehr geil fand, wir haben ja noch nicht genug fremde Leute hier. Nein, Herr Scholz, oder wir haben noch nicht genug Fachpersonal hier. Herr Scholz war in Indien. Tja, und jetzt haltet euch fest, er hat ganz viele Indner eingeladen nach Deutschland, um Fachkräfte auszugleichen, unseren Fachkräftemangel auszugleichen. Das muss man sich mal festhalten, sehr geil. wird das so eine Geschichte, dass wir dann die auch noch komplett durchfüttern oder wie soll das werden? Ich weiß es noch nicht. Aber sehr, sehr krass auf jeden Fall. Bezahlen wir deren Flug dann hierher oder bezahlen die das selber? Ist ja, ich frage ja nur für einen Freund, oder? Deutschkurse und etc. Bezahlen wir dann auch oder wie läuft die ganze Geschichte? Das steht alles noch nicht ganz so fest. Da dürfen wir uns alle überraschen lassen, wie das läuft. Aber jetzt haben wir demnächst auch noch ganz viele Inder hier. Sehr schön, sehr schön. Und die sollen auch unsere Pflegekräfte und so weiter unterstützen. Von daher, das läuft hier. Sehr geil. Oh, wollen wir ein bisschen Licht hier ausmachen. Was habe ich hier noch? Wo wir gerade bei Pleite sind, bei der ganzen Geschichte und wie man das finanziell irgendwie versucht zu retten. Die EU hat auch irgendwie so ein blödes Problem. Und da geht es um knappe 10 Milliarden Euro. Ja, das sollte als Fluthilfe zählen für die 4 Länder. Welche genau haben sie nicht hingeschrieben? Aber 4 Staaten sollten damit auf jeden Fall unterstützt werden mit 10 Milliarden Euro Fluthilfe, die ein bisschen gebeutelt waren. Das Geld ist auf einmal verschwunden irgendwie. Die suchen danach. Steht in T-Online drin, falls es jemand nachgucken möchte. Sehr geil. Sie wissen noch nicht ganz, wie sie das machen sollen. Wahrscheinlich haben sie sich das Frau von der Leyen mit ein paar anderen geteilt, aber das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, also nichts Bewiesenes, aber das hört sich natürlich auch interessant an. Sehr, sehr abgefahren. Dann gab es in Hamburger Abendblatt nochmal eine andere Geschichte, da geht es aber eher darum, um die Wahl in Amerika und die haben tatsächlich nochmal eine Runde reingeschrieben, dass unsere Kamelhaar ihre letzte Chance dann wahrscheinlich jetzt auch verpulvert hat, um die Wahl zu gewinnen. Das steht tatsächlich im Abendblatt so drin. Die hat wahrscheinlich jetzt mit irgendeinem Interview bei irgendeinem Schwurbelsender jetzt auch noch ihre letzte Chance verkackt. Also die Frau, wie gesagt, unwählbar. Und von daher, wir wissen, in welche Richtung es läuft. Sehr schön, sehr schön. Und boah, es geht so viel in Amerika gerade ab. Es gibt so viele Länder, wo so viel gerade passiert. War das Argentinien? Ich glaube, Argentinien war das. Mit Milei. Da sehr geil. Herr Milei hat mal ganz kurz das Finanzamt abgeschafft. Das gibt es da zurzeit nicht. Die wollen mal ganz kurz die Bürokratie ein bisschen vereinfachen in ihrem Land und das Finanzamt ein wenig abspecken, dass das auch nicht mehr so viel Kohle kostet, das Ganze. Das ist natürlich auch so eine geile Geschichte.
Ja, wo wir Thema Geld sind, es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte und da denke ich, dass Milei auch in diese Richtung geht, dass mit vereinfachten Steuersystemen, das hatten wir schon mal in diesem schönen Land, zwar unter einer anderen Fahne, und da war das Steuersystem sehr, sehr einfach gestrickt und es war mehr als erfolgreich. Und zwar, man hatte einen einzigen Steuersatz. Und das war zwischen 5% und 10%. Kam drauf an, wie, also für die kleinen Bürger, also normalen Arbeiter, waren das um die 5%. Und für die großen Firmen, also umso größer die Firma war, bis maximal 10%. So, und die haben ein einziges Mal diese Steuer bezahlt. Und diesem Land ging es prächtig, wirklich prächtig. Also die haben so viel Kohle gescheffelt, weil es zu einfach war. Sie mussten halt keinen großen Bürokratenscheiß machen, wie es zurzeit in diesem Land halt läuft. Und was Milliarden von Milliarden jedes Jahr irgendwie hier kostet, um den Kram irgendwie aufrechtzuerhalten und zu bearbeiten. Und von daher, ich hoffe, wir kommen da irgendwann mal wieder hin. Ganz einfaches System. Und dass dieses Land irgendwann mal wieder in Geld schwimmt. Weil wir sind ja nicht so die Unfleißigsten, sage ich es mal so. Ne? Wir waren ja immer sehr fleißig und werden das, glaube ich, auch immer bleiben. Da können andere Kulturen sich mal ganz viel von abschneiden. Tja, ist halt so. Ja, damit war es heute das eigentlich auch schon. Mit knapp 12 Minuten reicht das, glaube ich, auch für heute. Es ist Freitag. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Macht nicht zu doll, aber rennt laut und kräftig und erholt euch gut von der Woche, denn nächste Woche gehe ich ganz stark davon aus, dass wir noch mehr skurrile Nachrichten bekommen und wie das Ding einfach gegen die Wand gefahren wird. Da gehe ich ganz stark von aus, sie tun alles dafür, sie kriegen es hin, das bezweifle ich überhaupt nicht, also von daher. Love, Peace and Happiness. Macht euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag. Da gehe ich ganz stark von aus. Gehe ich mal aus. Und von daher einschalten. Es wird wieder spannend bestimmt. Alles von klar. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Na, geht er aus hier? Geht aus. Ja, ich hab's geschafft. Juhu. Schönes Wochenende.